Freunde, der Stadionlock hat noch nicht mal begonnen. Mein Herz ist schon wieder, schlägt schneller als Muhammad Ali, stärker als Mike Tyson, Bruder. Normalerweise wäre ich jetzt hier eigentlich gar nicht gewesen. Meine Mutter kommt rein, 6.30 Uhr. Mein ICE sollte losfahren, oder ist losgefahren, 6.14 Uhr. Und ich wollte mich um 5.30 Uhr oder so schon treffen mit Kollegen und so. Ich habe mein Handy kaputt, ich benutze das von meiner Mutter. Mein Handy kaputt, lädt nicht mehr, geht nicht mehr an. Wenn man andrückt, da kommt nicht mal dieses Ladesymbol oder so. Es geht einfach nicht mehr. Es ist einfach über Nacht kaputt. Habe ich noch nicht gehabt, Bruder. Deswegen habe ich meine ICE nicht bekommen und so. Habe jetzt einen anderen genommen. Und bin in einer Stunde endlich in Karlsruhe. Eigentlich wäre ich wirklich gar nicht mehr hier gewesen. Aber ich habe mich dann ganz spontan doch entschieden, einfach einen anderen zu nehmen. Ohne Ticket und zu probieren. Bin durchgekommen durch Kontrolle. Hab Glück gehabt, Bruder. Sehr dumme Geschichte mal wieder. Hauptbahnhof, 13.10 Uhr, Bruder, ich habe noch 20 Minuten zum Scheißspiel. Ey, wenn ich das geschafft habe, Bruder, ich habe es nicht gedacht, dass ich das überhaupt geschafft hätte. Ne? Ich bin einfach um 9 Uhr statt 6 Uhr losgefahren und ich habe es trotzdem geschafft. Jetzt erstmal zum Stadion fahren und reinkommen. So, ich bin jetzt hier Bahnhofsvorplatz. Ich warte auf Straßenbahn, fährt in 2 Minuten. Bruder, ich bin so aufgeregt. Ich hoffe, ich komme einfach ins Stadion rein, weil ich habe mein Ticket jetzt nicht digital und auch nicht ausgedruckt. Also ich habe es digital schon, aber nicht dieses normale Digitale, sondern das, was man ausdrucken soll, habe ich nur auf digital. Ja, als ich eigentlich mein iPhone nicht hingegangen wäre und dachte, ich alles drauf, digital und so. Und mein iPhone ist ja kaputt, es geht einfach nicht mehr. Ganz großes Drama wieder. Echt, eigentlich wollte ich gar nicht mehr losgehen. Aber ich habe halt gesehen, dass ich rein theoretisch das schon noch schaffen könnte, auf die Minute genau. Hab mir Trikot genommen, hab mir Schal genommen und dann... Naja, easy, Freunde. Da hinten fahren die ganzen Tassen. Ich sehe auch schon das Stichchen drauf. BB Bank Wildpark. Ey, ich bin so aufgeregt. Ich hab mich sehr, sehr schlecht gewinnen, aber... Boah, jetzt schon wieder so schnell, ne? Erstes Mal in Karlsruhe. So, doch, unsere Zeit ist so Zeit, um zu fassen, was geht. Aber im Endeffekt, Hauptsache, ich bin da. Ich muss sagen, die Stadt erinnert mich vom Aussehen. Vom Bau und mit den Straßen und Bahnen und so. Erinnert mich echt stark an Leipzig, Digga. Ja, war. I've been through some injuries, mentally and physically. Studied them religiously, so I don't repeat history and people don't admit to me. Wir sind gleich da, müssen wir irgendwo rein. 15 Minuten später oder so. Ach, egal. Hauptsache da, Bruder, sind gerade. Hab Sprint um mein Leben gemacht. Dass ich gleich da rein muss, muss noch mal ums halbe Stadion laufen, Bruder. Aber gleich nicht drin, Mann. Das ist zählt, Hamburg Sieg heute. Und dann sind sie erster Platz tatsächlich. Wäre krass. Ich bin voll aufs Hart. Ich komme hier rein. Bruder, ich muss meinen Schal abgeben, ich muss mein Trikot abgeben. Und wir kassieren 1-0 genau in dem Moment, Bruder. Ich leg mich doch noch härter. Was machen die denn? Bruder! Fick ihn doch! Hey! Mann! Yeah! Bruder, dieser Hurensohn! Für den KST! Torschütze unser Spieler mit der Nummer 6! Ist das krank, Digga! Neuer Spielstand im BB! Was passiert hier? Um ein Haarfeld, das ist 3-0, Bruder! Ist das krass, Digga! Mit der Nummer 24, Fabian! Fabian!
wichtigen Spiel so reinscheißen, Bruder. In so einem wichtigen Spiel, Bruder. Aber es ist jedes Jahr so, das ist gleich, aber das ist krass. Trotzdem ist es krass. Trotzdem ist es krass. Er hat wieder so viel Zeit. Oh mein Gott. Was geht? Luke. Ich hab einfach Finn getroffen, Digga. Jawohl, ich hab Flo getroffen. Luke, ich liebe dich. Ich grüße alle, Digga. Ich grüße Luke, David, Devin und Malik, Digga. Grüße hier raus. Raus. 03, was ist deine Prediction für zweite Halbzeit? Oder bodenlos. Ich sag, Hamburg spielt auf unser Tor. Ich sag, Hamburg macht das auch. Green Highline von vorher. Nein, gewinn nicht 3-3. Mehr. 3-3, ich sag 3-3. Hamburg gewinnt noch. Jetzt gewinnt schnelles Tor. Gewinnt noch. Schnelles Tor jetzt nach der Halbzeit. Dann sind es noch 40 Minuten, dann kann man das machen. Geht noch. Geht noch. Aber muss sich ändern komplett. Das muss sich ändern. Wenn Green Highline 3-3 schafft, dann auch die KSC noch im vierten Raum. Das stimmt. Zweite Halbzeit spielen ja auf unser Tor. Sehr wichtig. Mich nicht glücklich. Sieben Tage die Woche denk ich an dich. HSV! 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 Schade. Flashbacks an Heidenheim, Bruder, ganz dicke Flashbacks. Alle.
alle Hamburg, alle, alle, alle. Oh, oh. Ich dachte, dass die Sonne nochmal so rausschimmert. Digga, es fühlt sich an wie, keine Ahnung, 25 Grad oder so. Geistkrank warm, Geist, sogar mit Jacke. Komm, Bruder! Karlsruhe.
HSV. Spiel abgepfiffen. 4-2. Was soll ich euch sagen, Digga? 4-2. Das ist echt krass, aber wie der Schmerz von 2015 immer noch in ganz allen Kasko-Fans sitzt, Digga. Das ist krass. Ich bin heftig. Nach 8 Jahren. Krass. Ich muss hier auf die Kacke warten, auf mein Trikot, mein Schal, weil die mir es abgenommen haben vor dem Spiel. Keine Ahnung, wie lange das dauert, ne? Ist scheiße auf jeden Fall. Extrem viele Leute stehen hier an. Und jetzt muss ich immer noch warten am Spiel. Das ist so eine Kacke, wie kann man das machen? Direkt neben dem Auswärtsblock, dass man da nicht mit HSV-Sachen hin darf. Check es nicht. So, Freunde, hab mein Trikot wieder, mein Schal wieder, alles wieder direkt angezogen. Ja, Bruder, ich muss sagen, ein bisschen enttäuschend ist es auf jeden Fall. Ist schon sehr enttäuschend. Nach der langen Fahrt, nach dem ganzen Kopfschmerzerei, dies, das, alles. Was alles passiert ist. Aber egal, im Endeffekt, wir sind Zweiter, ne? Wir sind Zweiter, ne? Ich meine, wir sind Zweiter, ist immer noch alles offen, die Saison ist noch lang. Und ja, bald ist Derby gegen Pauli. Wir sehen uns. Danke für euren Support. Und lasst ein Like, einen Kommentar da. Nur das HSV. HSV. Nehmen mit.